Hi Leute, mein Name ist Markus und gemeinsam mit Anna aus Neuseeland bin ich momentan mit meinem Auto auf einem Roadtrip durch die USA. Und jetzt viel Spaß. People so full of such spring, the hottest cotton picking thing that cuts a real hot blue coming through WHBQ in Hotel Chisca on the magazine floor. Is that right, dear? That's right. Why you call Sam, pardon me? I got to call Sam, dear. Ah, Pete Picker. How you get on there, Ern? Didn't see Ern. How you doing, buddy? Very good, pardon me. It's more like it. All right, so get nervous. Nope. All right. Just go on down and get you a wheelbarrow load of mad dogs. Run them through the front door and tell them Philip sent you for red. Hot. I got a new song we're gonna play here. We're gonna cut loose this new song. I mean, it'll flat get it. Nächstes Ziel, Sun Studio, da wo Elvis seine ersten Platten aufgenommen hat. Da fahren wir jetzt hin. Wir sind angekommen bei Sun Studio, war nur 3 Kilometer entfernt. Wir haben quasi direkt um die Ecke genächtigt. So sieht's von außen aus. Ein sehr kleines Studio mit großer Geschichte. Da ist er, der Geburtsort des Rock'n'Roll. So, wir sind im Sun Studio und hier ist erstmal nur ein Souvenirladen. Unsere Tour beginnt in einer halben Stunde. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was davon zu erwarten ist. Hinter mir jede Menge Elvis-Gedönse. Sun Studio Souvenirs. Oh, es ist soweit, die Tour geht los. Wir gehen in die obere Etage. Gehen runter ins Studio. Hier ist das originale Studio. Hier hat Elvis und Jerry Lewis und Johnny Cash und andere Größen haben ihre Songs aufgenommen und es ist heute noch in Benutzung. Und zwar nachts über. Tagsüber sind hier Touren. Und da, wo das Kreuz auf dem Boden ist, hat Elvis gestanden, als er, ich weiß nicht, welchen Song aufgenommen hat. Und jetzt darf jeder mal mit dem Mikro hier Bilder machen. Das Studio ist leer, so sah es aus. Und die Tour ist vorbei. Das war die Sun Studio Tour. Wir sind schon wieder raus. Und zuletzt geht es jetzt noch zum Memphis Rock'n'Soul Museum. Und das Rock'n'Soul Museum ist wieder an der Beale Street, also sprich Downtown Innenstadt. Sind wir im Memphis Rock'n'Soul Museum angekommen und hier erfahren wir jetzt alles über die Geschichte von Memphis. Ja, mit Self-Guided Tour. Ja, das war die Ausstellung über die Geschichte des Rock'n'Roll in Memphis, Tennessee. Nicht so spannend wie die anderen, aber gut, wie oft ist man schon mal hier in Memphis? Achso, da hinter mir die Gitarre, die einzige, die Elvis dabei hatte, als er in Deutschland stationiert war. Okay, wir lassen das Rock'n'Roll und Soul Museum mal hinter uns und das FedEx Forum auch. Hier nochmal zur Beale Street. Okay, Beale Street, hier gibt es immer Rock'n'Roll Live Musik. So, what is it? I don't know, because I have shitty ones broken. Damn. Yeah, whatever. Das war Memphis, Tennessee. Wir fahren jetzt raus, beziehungsweise vorher nochmal nach McDonald's, um rauszufinden, wo wir überhaupt hinwollen. Grob wollen wir nach Florida. Und ja, da gibt es noch einen Shake. Lecker, groß, kalt. Wir haben mal im Internet nachgeguckt, was Alabama alles so zu bieten hat. Das ist der nächste Staat, durch den wir durchfahren würden. Und ja, ehrlich gesagt ist da nicht so viel, was uns interessiert. Deshalb fahren wir direkt durch bis zum Strand. So, da wir uns nicht entscheiden konnten, hat das GPS entschieden. Wir kommen durch Birmingham und Montgomery und fahren direkt runter bis Panama City Beach. So, wir waren eigentlich schon auf dem Sprung. Jetzt haben wir noch von einem Einheimischen erfahren, dass hier heute Abend ein Konzert stattfinden wird. In gerade mal 1,5 Stunden. Deshalb bleiben wir noch ein bisschen länger und gucken uns das mal an. In der Zwischenzeit wollten wir eigentlich Kaffee machen, aber
Trinkwasserreserven sind zur Neige gegangen. Jetzt schaue ich mal, ob ich hier irgendwo so einen Wasserspender finde. Ja, da sind wir bei einem Konzert in Memphis, Tennessee. Hier ist ein kostenloses Konzert im Stadtpark. Alle haben ihre Campingstühle dabei, wir natürlich auch. Nochmal kurz zu erwähnen, das ist eigentlich ganz cool hier in Memphis, finden jedes Jahr 50 kostenlose Konzerte statt im Park. Also wer vorbeikommt, einfach mal zum Konzert gehen, ist kostenlos. Das war schon hier dieses Konzert. Der erste Musiker war ein bisschen schlapp, aber hatte einen coolen Hut, also sind wir geblieben. Aber der zweite war wieder schlapp und wir wollen es aus der Stadt rausschaffen, solange es hell ist. Also fahren wir jetzt auch.